Mit Schaftfräsern aus unserem Sortiment haben Sie sich für hochwertige Fräser in Profiqualität entschieden. Alle von Diktum angebotenen Fräser, ob einzeln oder im Set, sind nach internationalen Standards und Sicherheitsnormen gefertigt. Damit Sie lange Freude an den Fräsern behalten, hier ein paar Tipps zur Pflege. Bei sachgemäßem Gebrauch sind Schaftfräser relativ pflegeleicht. Die Grundkörper der von Diktum angebotenen Hartmetallfräser sind antihaft beschichtet, um das Anhaften von Spänen zu vermindern. Nach dem Bearbeiten von harzhaltigen Hölzern, wie etwa Kiefer, lagert sich jedoch auch hier Staub ab. Dieser kann mit der Zeit aushärten und zu hartnäckigen Verkrustungen führen. Die Fräser und deren Kugellager sollten deshalb, wenn möglich, nach jedem Projekt von anhaftendem Holzstaub befreit werden. Am einfachsten geht das mit etwas Spiritus oder Terpentin und einem Borstenpinsel. Füllen Sie dazu etwas Terpentin in eine Schale und streichen Sie die betroffenen Flächen mit dem Pinsel ein. Lassen Sie das Terpentin kurz einwirken und bürsten Sie anschließend die Belege mit dem Pinsel einfach ab. Manche Beläge, vor allen Dingen Harze, sind nicht so leicht zu entfernen. Hier ist Ballistol-Harzlöser sehr hilfreich. Entfernen Sie zunächst, wenn vorhanden, das Kugellager vom Fräser, damit es nicht entfettet wird. Aber Vorsicht! Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile verloren gehen. Nun sprühen Sie die betroffenen Flächen ein und lassen den Harzlöser ein paar Minuten einwirken. Anschließend lassen sich die Rückstände mit dem Borstenpinsel und etwas Wasser leicht entfernen. Nun kann das Kugellager wieder montiert werden. Zum Abschluss noch etwas Ballistol-Universalöl, das schmiert das Anlauflager und konserviert die Werkzeuge. Mischen Sie anschließend den Fräser gut ab, damit später beim Fräsen kein Öl auf das Werkstück kommt. Arbeiten Sie bitte nicht mit einem stumpfen Fräser weiter. Die Oberflächenqualität leidet, vermehrte Ausrisse und Brandspuren sind die Folge. Sie können die meisten Fräser leicht selbst auffrischen. Für das Nachschärfen von Schaftfräsern eignen sich Diamantschärfer wie zum Beispiel eine Schärfkarte, ein Klappschärfer oder ein Diamantschärfblock sehr gut. Wenn vorhanden, entfernen Sie zuerst wieder das Kugellager am Fräser. Die Flächen der Schneidblättchen können vorab mit einem wasserfesten Marker eingefärbt werden. Beim Schärfen lässt sich so leicht erkennen, welche Bereiche bereits bearbeitet wurden. Der Diamantschärfer wird ab und zu mit etwas Wasser benetzt. Die abgeschliffenen Metallkörner werden so rasch abtransportiert. Es werden nur die planen Flächen, also die Spiegelseiten der Schneiden, mit wenigen feilen Strichen abgezogen. Bearbeiten Sie beide Schneiden mit der gleichen Anzahl an feilen Strichen. Damit keine Unwucht entsteht, zählen Sie einfach laut mit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal nachschärfen, sollten Sie die Fräser jedoch in einen professionellen Schärfdienst geben, um Unwuchten zu vermeiden. Die gereinigten und geschärften Fräser sind nun wieder voll einsatzbereit und liefern ein sauberes, ausrissarmes Fräsergebnis.